Die Hiobsbotschaft für Frankfurt. Eintrachts Stammkeeper Kevin Trapp hat sich die Mittelhand gebrochen. Kurios, nicht bei einem wilden Zweikampf, sondern bei einem an sich harmlosen Werbedreh mit der U21-Nationalmannschaft. Es tut uns wahnsinnig leid für ihn, wünschen natürlich hier auf diesem Wege schnelle Genesung. Er hat wirklich eine tolle Saison bis am Samstag oder Sonntag gespielt. Also von daher ist es auch für Frankfurt ein herber Verlust, weil er einfach der Mannschaft auch den Rückhalt gegeben hat. Und wir hoffen, dass er bald wieder im Tor ist. One of these days the sky's gonna break and everything will escape and I'll know. One of these days the mountains are gonna fall into the sea and they'll know. Never fall away. Gerade gut gelaunten Frankfurter kommt der Ausfall Trapps zur Unzeit. Womöglich fällt er bis Ende der Saison aus. Für ihn kehrt Oka Nikolov ins Tor zurück. Der wird übrigens im Mai 39 Jahre alt. Dass man nach 20 Jahren ein ganz besonderes Verhältnis zu Eintracht Frankfurt hat, da brauchen wir ja nicht erwähnen. Und also der Kevin spielt eine unglaublich gute Saison, also das muss man einfach sagen. Und das war gestern, glaube ich, seine erste schlechte Szene, wo ich in der Saison gesehen habe. Schlechtere, sage ich mal. Und wie gesagt, also er spielt unglaublich gut und wir sind froh, dass wir ihn haben.